Was geht ab, Leute? Wartet mal. Vision of the day. Don't be sad that people are talking behind you. They are in the right place. Behind you. Vor allem ihr Blick, Mann, so geil, aber. Recht hat's. Moment, ich muss doch mal schauen. Ah! Die Vision of the day. Don't be sad that people are talking behind you. They are in the right place. Behind you. Ich hör zu krass. Es ist Montag, Leute. Motivierend. Ich hoffe, guter Start in die Woche habt ihr. Alle Krypto-Freunde, wir und Cashflow, DeFi, Leute, natürlich, wir haben einen super Starting-Start in die Woche. Denn Bitcoin ist fast wieder bei 40k US-Dollar. 38, 39k. Über Nacht. Super saftig, Mann. Ich zeige euch mal nach langer Zeit mein Portfolio wieder. Also ich gehe nicht näher drauf ein. Das kommt irgendwann mal. Also ihr wisst, ich habe Bitcoin, ich habe DeFi. Ungefähr 50-50, bisschen mehr DeFi, weil... Also erstmal 50-50 wegen LM. Und ein bisschen mehr, weil sich natürlich aus dem LM Sachen sammeln und die kommen dann ins Staking. Und dritte Position ist Crow. Und ja, wir haben die 300.000 Euro nach langer Zeit endlich mal wieder erreicht. Lange hat es gedauert, aber wir sind wieder drüber. Über Nacht 26.000, ungefähr 9%, über 9% Portfolioanstieg. Ja, so kann die Woche doch starten. Jetzt gehen wir mal essen. Großheimer Platz. Ich habe nämlich was gesehen, entdeckt, beziehungsweise ein Zuschauer hat es mir zugeschickt. Wisst ihr, wir essen und probieren gerne Döner. Und das ist ein ganz besonderer Döner. Das ist dieser Cheese-Döner. Ich weiß, kann es mir echt nicht vorstellen. Ich hatte das schon mal gegoogelt. Das war irgendwie bei Galileo. Dann haben die Zuschauer uns das vorgeschlagen, dass wir das auch mal abchecken sollen. Aber das, es gab keine in München. Das kommt irgendwie aus der Schweiz. Und jetzt hat der Zuschauer das mir geschickt, dass hier es das geben soll. Ich bin gespannt. Das hier, Leute, da ist es. Eine Zwiebel, ja. Zack. Das ist er. Also das Käse ist echt einfach an einem Spieß wie ein Döner. Also da sind zwei normale Spieße, Kalb und Hähnchen und dann noch ein dritter Spieß, einfach Käse. Und der rotiert da und wird dann runtergeschnitten. Ein Fünfer gekostet, stabil, normaler Döner. Ich weiß nicht, wie viel hier normaler Döner kostet, aber ich glaube genauso. Also das ist ganz normal. Anstatt Fleisch einfach Käse, Zwiebel, Salat, Soßen, scharf. Ich muss sagen, als ich hier angestanden habe, ich hätte viel mehr Bock auf Fleisch gehabt, aber ich merke jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also das schmeckt gut. Fleisch fehlt jetzt nicht unbedingt. Also ich würde meine Fleisch-Kombo ausprobieren. Das wäre überkrass wahrscheinlich, aber dadurch, dass halt 90% der Zutaten gleich sind, nichts allzu besonders, aber es ist stabil, lecker auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Kette ist. Wo die das extra anbieten, wo die extra die Spieße herholen. Aber ob das irgendein besonderer Käse ist, spezieller Käse. Also besser als erwartet auf jeden Fall. Ah,
Ein Ex, das ich noch nicht hatte, oder? Ich habe das gesehen auf Amazon.com, hatte ich versucht zu bestellen. Und ich weiß nicht, ob ich es erfolgreich irgendwo noch bestellt gefunden hatte. Weil jetzt gibt es das anscheinend auch irgendwie in Deutschland. Wasabi. Und hier Basotti, Leute. Guter Bubble Tea, kann ich euch weiterempfehlen. Jo, Leute, was geht? Alter, mir geht's echt nicht gut. Also ich habe danach natürlich, musste ich direkt Toilette. Und ich dachte, okay, das war's. Bisschen Toilette, dies, das. Und danach ging es mir so schlecht, bis gerade eben. Also eine kurze Pausephase, wo es ging. Also es ging richtig schlecht. Dann ging's. Und dann ging es mir nochmal richtig, richtig schlecht. Und es kann ja nur vom Döner eigentlich kommen. Und ich glaube nicht, dass es wegen dem Käse ist, wegen Asiate, Milchunverträglichkeit und so, weil ich habe das eigentlich gar nicht. Klar, wenn ich irgendwie ein volles Glas, ein Liter Milch trinke oder so, dann wird mir natürlich schlecht. Aber ich habe eigentlich nie Bauchschmerzen. Ein bisschen kacken und dann geht es wieder bei mir. Aber ich hatte so abnormale Bauchschmerzen, anders heftig. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es am Käse liegt. Ich meine, es war auch gar nicht so viel Käse. Also, ich esse auch ganz andere Sachen mit Käse, mit Milch. Also, Milchunverträglichkeit sieht eigentlich echt anders aus. Vor allem nicht mit diesen Schmerzen. Du gehst halt, du musst halt auf Toilette und dann gehst du halt und das war's. Aber mehr auch nicht. Diese Schmerzen kommen nicht von Milchunverträglichkeit. Glaube ich. Also, falls ihr Milchunverträglichkeit habt und ihr nicht nur hart kacken müsst dann, wenn ihr ohne euren Laktostop da irgendwas genommen habt, sondern echt tatsächlich Schmerzen des Todes habt, dann habe ich vielleicht echt Milchunverträglichkeit, aber eigentlich nicht. Auf jeden Fall Schmerzen des Todes, Mann, oh mein Gott. Der Döner an sich hat eigentlich echt mega geschmeckt. Also nicht mega, übertreibt man nicht. Der war solide. Käse ist zusammengeschmolzen. Hätte eigentlich auch so ein fetter Klumpen eigentlich sein können. So ein fetter Käseklumpen. Weil das zusammengeschmolzen und dann im Brot nochmal zusammengedrückt worden. Aber war nicht schlecht. Eine Döner, also normal Fleisch mit und Käse-Variante wäre wahrscheinlich geil gewesen. Aber wahrscheinlich nicht von den Leuten. Boah, Alter, ey. Heftig. Das war's von mir, Leute, glaube ich. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch, investiert in Bitcoin, DFI, Cashflow Generation, serious business und ciao.